Zitate von Cousel sind vermutlich in ganz anderen Zeiten entstanden. Das heißt, es gibt natürlich eine Entwicklung in der Klangsprache von Cousel selbst. Ich persönlich finde, dass Opus 1 und auch Opus 11 eher noch die klassischeren Konzerte sind. Da haben wir einen eher symmetrischeren Themenbau. Und bei dem Opus 5, F-Moll-Konzert, da reicht Cousel schon von der Klangsprache ein kleines bisschen in die Romantik ein. Von der Motivik her ist es ein bisschen verflochtener, erinnert vielleicht, wenn man das sagen darf, so ein bisschen an Beethoven sogar, mehr als noch an die klassischen Komponisten wie zum Beispiel Krummer oder auch Mozart. Da merkt man schon eine deutliche Entwicklung. Im Gegensatz zu vielen anderen Editionen, die man heute kaufen kann von den Cousel-Konzerten, zeichnen sich unsere Ausgaben dadurch aus, dass wir wirklich versucht haben, alle erhaltenen Quellen in Betracht zu ziehen und auch noch einmal ganz neu zu bewerten. Das Resultat ist ein Notentext, der wirklich bereinigt wurde von Herausgeberzusätzen, die sich in anderen Ausgaben seit vielen, vielen Jahren erhalten und richtig manifestiert haben. Dazu zählen beispielsweise falsche Töne, andere Rhythmen, andere Phrasierungen. Manchmal sind es Dinge, die von anderen Klarinettisten wohlwollend hinzugefügt wurden, um den Notentext ein bisschen zu erleichtern, vielleicht auch um die Musik von Cousel ein bisschen schmackhaft zu machen. Wir haben wirklich versucht, einmal zu einem Punkt zurückzugehen, wo wir wirklich sagen können, so hat vielleicht Cousel seine Konzerte tatsächlich in den Druck gegeben. Für mich ist eine große Besonderheit von den drei Klarinettenkonzerten aus dem Hähnle Verlag die wirklich ganz fantastischen Klavierauszüge von Herrn Umbreit. Er hat es geschafft, den Orchestersatz so raffiniert auf das Klavier zu übertragen, dass er einerseits sehr gut spielbar ist, andererseits auch überhaupt nichts von der orchestralen Klanglichkeit einbüßt. Ich bin sicher, dass auch das viele Kollegen beim Erlernen dieser drei Klarinettenkonzerte begeistern wird und sie vermutlich auch für den Unterricht oder für die Vorbereitung auf Wettbewerbe eine ganz neue Arbeitsgrundlage darstellen. Ich persönlich habe alle drei Klarinettenkonzerte von Cousel relativ oft gespielt, zwei davon auch schon mehrmals mit Orchester und Opus 1 habe ich mir noch aufgehoben, da warte ich noch auf die passende Gelegenheit, aber diese Stücke gehören definitiv auch zu meinem persönlichen Konzertrepertoire. Bei den drei Klarinettenkonzerten von Cousel handelt es sich natürlich um Konzertliteratur. Aber selbstverständlich können diese Stücke auch von begabten Musikschülern und selbstverständlich auch von Studenten erarbeitet werden. Ich freue mich, dass wir mit unseren Ausgaben eine Grundlage dafür geschaffen haben, dass man vielleicht den ursprünglichen Willen Cousels wieder ein bisschen besser erkennen kann und somit viele Kollegen oder auch Musikschüler für diese wirklich ganz hinreißende Musik begeistern kann.